Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 und wir spielen weiter im Karrieremodus, weil ich zurzeit richtig Bock habe auf den Karrieremodus. Jetzt wo ich den Schwierigkeitsgrad auf Profi gestellt habe, will ich den Profi auch richtig wegnatzen und dafür muss ich noch ein bisschen besser werden und das ist eine Herausforderung und die stachelt mich zurzeit an. Also ich habe Bock da drauf. Und deswegen kommt jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit täglich immer ein FIFA-Video. Und ja, täglich kommt auch auf jeden Fall immer ein Hearthstone-Video. Das Einzige, was nicht immer täglich kommt, was ich nicht immer täglich schaffe, das ist Rocket League. Aber ich versuche es zurzeit auch und ich kriege es jetzt auf jeden Fall einigermaßen hin. Ich habe so meinen Rhythmus gefunden, sage ich mal. Ich spiele mich hier so ein bisschen ein und ich denke, profitieren werdet ihr davon, ne? Denn desto mehr Videos ich produziere, desto mehr Content kriegt ihr zu Lushan und ich hoffe doch, dass euch das freut, ne? So, das war's mit dem Training. Jetzt gucken wir mal. Ich habe ein bisschen trainiert. Also auch ein bisschen, ich selber habe auch ein bisschen trainiert. Und zwar habe ich das Schießen geübt. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass man mit R1 sozusagen, also rechts oben, rechts oben die Schultertaste, dass man da angeschnibbelte Bälle machen kann. Und L1... Also links oben Schultertaste. Damit kann man lupfen. Und ich will jetzt mal versuchen, das in diesem Spiel vielleicht sogar schon mal zu zeigen. Also ich habe ausprobiert mit der anderen Schusstechnik, also mit der Schnibbeltechnik, konnte ich mehr Tore erzielen als mit den... Alter, was ruckelt denn das hier? Kurz ein Ruckelager gehabt. Als mit der anderen Technik. Ja, toll, dass du ihn einfach nicht nimmst. Und das möchte ich jetzt mal im Spiel ausprobieren. Mal gucken. Also, allerdings war das Volley. Ich weiß nicht, ob das dann anders aussieht, wenn ich jetzt hier normal schieße. Ja, komm her. Ei. So, sauber. Schmeiß dich hin. Ja gut. Der Schuss war natürlich jetzt nicht so prall. Allerdings war das ja auch kein richtiger Schuss, dadurch, dass er abgefälscht war. Na? 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 Ja? Oh! Das war einer von den Schüssen. Mal gucken, ob man sieht. Er hat so einen Drall nach innen halt, ne? Und, ja. Der wäre auf jeden Fall nicht leicht zu halten gewesen, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Nein! Mensch! Geh doch ran an die Pille! Das ist bloß immer so eine Schwierigkeit, wenn man dann versucht, irgendwas zu machen. Man muss immer gucken, dass man sich nicht zu sehr darauf konzentriert, irgendwelche Spielereien zu machen. Das ist so meine Erfahrung. Alter. Captain Fritz. Alter, was mache ich denn? Alter, meine drei... Irgendwie habe ich es gerade mit den Dreieckpässen nicht so drauf. So, jetzt, so muss das nämlich sein. Okay, das war nicht so geil. Oh, komm Leute, geht doch rauf, vernünftig. So macht... Ja, genau, ist richtig. So ein kleiner Schubser da, komm. Wo sind meine Leute?
Ja, genau, ist richtig. Ja, klar. Ja, Leute, was soll ich sagen? Fängt schon gut an. Das ist genau das, was ich meine. Ich versuche hier nämlich immer die ganze Zeit mich auf meine Taste konzentrieren, dass ich die dann auch beim Schuss drücke und währenddessen spiele ich einfach nicht mehr vernünftig. Ja, komm, gib mir den Ball jetzt. Oh, Alter, was geht denn ab, ey? Komm, gib mir den Scheißball, du Lappen, ey. Komm, jetzt schnell nach vorne. Wir wollen jetzt ein Tor machen. Ja, genau, ist klar. Nimm ihn einfach nicht an. Bist du behindert oder was? Ich soll auch noch gefoult haben. Ja, richtig. Genau. Ja, Alter, was geht denn jetzt ab? Irgendwie liegt mir die Taktik von Bremen nicht. Ja, komm, ey, und jetzt hält der scheiß Torwart den, oder was? Na, komm. Ja, das war ja auch mal richtig klasse von mir. Ey, wie kann dieser Fritz noch so schnell sein hier in dem Spiel? In der Realität ist er schon, weiß ich nicht, 48 oder so. Alter! Mann! Ja, ich fass das nicht! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Jetzt gib mir den Ball, du Dreckslappen! Alter! Ja, komm, mach weg. Ey, das geht nicht. Ich verstehe das nicht. Die Spieler sind so unglaublich schnell vom Gegner immer. Nur weil ich auf Profi gestellt habe, kamen die dann doppelten Speed auf einmal oder was? Das war übrigens so ein Schuss. War richtig gut, oder? Ja. Läuft, ey. Ich glaube, ich sollte lieber wieder zu meiner normalen Technik zurückkehren. Oh Mann! Ey! Ich peil das nicht, ey. Was geht denn ab? Ey, guck mal, wie schnell die sind! Ja, Mann, Alter! Ja, komm, Alter, was soll denn der Scheiß? Schieß doch, Mann. Ey, ich könnte gerade so ausflippen. Was soll denn der Fick hier? Alter, ich hatte vor dem Spiel hatte ich ja noch richtig Lust, ne? Aber jetzt ist gerade sämtliche Lust weg. Wenn ich gegen diese Fischköpfe hier verliere, dann. Alter, fick dich! Gib mir den dreckigen Ball, Alter! Und das war kein Elfmeter, oder was? Als ob, Alter. Der haut den so weg und du. Alter, das Spiel blamiert sich selbst, ey.
Ja, richtig! Alter. Klar, ist klar. Ja, genau, Alter. Ey. Halleluja, ey. Was geht denn ab? Das Spiel spinnt ja mal so krass. Komm, Mann, Arjen, du's. Do it. Mann! Alter! Amanakoi! Alter, ich... Guck dir das an! Diese Spieler, die sind doch nicht so schnell, Alter! Wem willst du das denn erzählen, Alter? Was geht denn? Ja. Spiel doch noch mehr auf Zeit. Ja, ist richtig. Ist das dein Ernst? Guckt euch das mal an, die spielen ernsthaft auf Zeit. Und das soll dann Spielspaß sein, oder was? Wenn man den Computer so einstellt, dass der sogar auf Zeit spielt. Ja, komm! Boah! Jeder Schuss, sowas. Jedes Mal, wenn ich schieße, kommen da so eine Krüppelfüße dazwischen. Ja, genau. Und dann heilst du den noch. Perfekter Schuss und er hält ihn einfach. Ja, ey. Ich glaub's auch langsam, ey. Ja, genau. Und den hält man auch noch einfach mal so. Ist richtig. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was denn los? Ja, kein Problem. Ja, Leute. Ey, ich krieg, hab echt so einen Hals, ey. So einen Hals, ey. Aber richtig. Am Ende werde ich nicht mal mehr Meister, wenn das so weitergeht. Naja, egal. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie ich hier ausraste, dann abonniert meinen Kanal. Denn hier gibt's immer mal wieder was davon. So, und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.